Hallo, hier ist mein Leo einfach gut, heute mit einem neuen Deck-Profil. Ein Deck, was keiner sehen wollte, keiner spielen will und man einfach nur verbrennen sollte. Wie es das schon im Namen hat, Fire. Es sollte brennen, am besten im Himmel, Skyfire. Naja, da stehe ich mich hier erstmal ausgelassen ab so. Zieh mir den Scheiß jetzt durch. Und zwar zwei Skyfire, drei wären zu viel. Ist halt das Bossmonster und das ist die einzige Ausnahme, wo man das Bossmonster nur zweimal spielt. Dann haben wir den 15 bewaffneten Drachen. Einfach weil es ein 15 des Deckes. Drei Kaios, um ein bisschen Revenge aus dem Stormforce zu kriegen. Und SK und damit auch so bestimmt den Stormforce da nachher. Dann drei Drekoische für Dorpower und hat eine gute Synergie mit. Kannst modifizieren. Drei Wi-Fi, wo man die spielen muss. Genauso wie die drei SK. RE. Drei fünfte dunkle Seiten heißen die, glaube ich. Keine Ahnung. Ist halt Top-Deck für Black Rose oder Glasflügel oder doch den Dark Spike Fighter, den keiner spielen sollte. Außerdem holt er Wi-Fi aus dem Friedhof, den man dann zu SK-Kampf modifizieren kann. Zwei Pläte, um die ganze Scheiße loszuwerden, wenn die Tod da liegt. Kampf modifizieren, habe ich schon öfters erklärt. Und Schatz ist halt Instant Skyfire, wenn alle schon im Friedhof sind. Stormforce bereits erklärt. Drei Drachenseelen, um die Scheiße aus dem Friedhof zu holen. Das ist Kette für ein bisschen Protection, Cause of Haunted, habe ich hier schon erklärt. Und eine ernste Warnung. Dann noch ein paar Synchro-Monster, so einige, auf die man nicht mal kommt, wie Katastor. Aber es kann ja immer sein, dass man durch den Creature-Swap ein Stufe 2 Monster kriegt. Dann noch ein bisschen anderes und alles, was man braucht, da der Kappa für Instant, der ich war ja aus dem Friedhof, wenn der bereits beschworen wurde. Aber ich fixe hier mal was. So muss das aussehen. Ja, das war's dann jetzt mit dem euren Deckprofil, was keiner sehen wollte. Und es folgt natürlich das Duell. Bis denn. So, da sind wir wieder jetzt mit dem Duell, wie immer. So, und zwar wurde gegen Elementarhelden gespielt, ein ein sehr gutes Deck, es spielt oben im Meta mit, was eine ziemlich gute Herausforderung für das mächtige Skyfire-Deck war. Jetzt hier die Standard-Kombos so, ja, fast. Das ist schon ein bisschen her, ich habe das Replay nicht mehr ganz im Kopf. So war das genau. Corso Haunted auf RE. Transmodifizieren, Plante. Und den Wi-Fi geholt. Dekoichi ist ziemlich gut in dem Deck. Er synergiert mit Schwarze Salve. Und auch mit Transmodifizieren. Und da ist schon der erste Skyfire draußen. Leider spielt der Gegner so völlig overpowerte Karten wie Blitzeinschlag und ja, da kann selbst ein Skyfire nichts gegen machen. Jetzt keine Ahnung, was hier passiert ist, aber es war dann halt für, ja, bisschen Damage genommen, einfach nur. Es wurde jetzt darauf gespielt, den zweiten Skyfire rauszuholen. Es klappt ja auch ein bisschen. Jetzt nochmal einen zweiten Dekoichi gesetzt. Und da trägt auch schon Heldenstadt und
Beschwörungsreaktor SK, der macht natürlich die ganze Zeit Burn Damage. Und Wi-Fi hat jetzt auch Burn Damage gemacht, aber er war ja leider annulliert oder ist er immer noch annulliert. Ja, dann geht's jetzt immer weiter. Die Musik ändert sich mittlerweile. Und jetzt kommt der zweite Skyfire. Richtig mächtige Karte. Außerdem ein richtig mächtiger Effekt. Monster wird beschworen und sofort zerstört und 800 Schaden geburnt. Also nicht zu unterschätzen, der Effekt. Ja, und weil der Gegner jetzt sowieso nichts mehr machen kann, war das Spiel auch jetzt an der Stelle vorbei. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, wo ich das MQ40-Deck vorstelle. Bis dann!